Anni Seifert hat nicht ganz sollen sein. Knappe Niederlage, obwohl es eigentlich schon, ja gut, am Ende seid ihr nochmal rangekommen. Aber es war so der Knackpunkt Anfang des vierten Viertels. Dieser Run, den er da kassiert hat, beziehungsweise fast 5 Minuten keinen Punkt mehr erzielt. Hast du eine Begründung, woran es da lag? Ja, wir waren, glaube ich, die ganze Zeit bei 60 Punkten. Wie du schon sagst, keinen Punkt gemacht. Aber ich glaube, dass wir während der ersten Halbzeit mit 49 Punkten zu viele Punkte halt zugelassen haben. Die haben zwar auch jetzt außergewöhnlich hoch getroffen, ich glaube 2/3 in der ersten Halbzeit. Und das würde ich auch als Knackpunkt sehen. Also ich glaube, die Rebounds haben wir deutlich gewonnen heute und hatten eigentlich auch so viel unter Kontrolle. Nur halt sind halt immer so ein bisschen im Rückstand hinterhergelaufen. Und ja, wenn wir dann als wir da bei 60 Punkten 5 Minuten lang standen, wenn wir da ein paar getroffen hätten, hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen. Ja, aber ich glaube, das Problem war, dass wir halt die ganze Zeit in einem Rückstand hinterhergelaufen sind. Okay, also kein Weihnachtsgeschenk für die Fans, trotzdem aber eine Leistung, auf der man zumindest phasenweise aufbauen kann. Es geht ja jetzt sofort weiter, Schlag auf Schlag, 26.12., zweiter Weihnachtsfeiertag in Ulm. Genau, ja, wir haben jetzt, was haben wir morgen, den 23. Ja, Abendstraining, 24. morgens, also haben jetzt keinen wirklichen freien Tag. Weihnachten wird auch hier verbracht, dieses Jahr. Ja, werden wahrscheinlich gleich Ulm uns angucken morgen und die haben halt auch verloren, deswegen wird es, glaube ich, wieder ein knappes Spiel und hoffe aber, dass wir wieder mal mit einem Sieg wieder rausgehen aus der Partie. Du sprichst an, Gießen hat es vorgemacht heute, zu Hause gegen Ulm gewonnen, für mich sehr überraschend, aber es zeigt auch, wie ausgeglichen diese Liga ist. Man darf sich nie ausruhen. Auf dich kommt, gerade auf dich kommt auch eine kolossale Aufgabe zu, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau, also ich habe letztes Jahr schon gegen ihn zweimal gespielt und ich glaube, die Taktik wird sich nicht verändern, wie wir da an ihn rangehen. Ist natürlich ein Schlüsselspieler. Also wenn er nicht seine 20 und 10 macht, sieht es, glaube ich, vor allem nicht so gut aus. Deswegen gucken wir natürlich, dass wir seine Kreise ein bisschen einhängen. Heißt auch doppeln? Hilfe von anderen Jungs? Oder er hat ja schon ein Wahnsinnsmaße, die er da vor sich her drückt. Was es jetzt genau heißt, müssen wir sehen. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch ein bisschen aufpassen müssen. So wie heute haben wir ein bisschen viel, glaube ich, innen geholfen am Anfang. Und dann halt die Dreier kassiert. Deswegen müssen wir da, glaube ich, eine gute Mischung finden. Ihr seid jetzt zurückgefallen hinter Quackenbrück, trotzdem noch auf Platz 6 der Tabelle. Alles in allem, alles in Lot. Wie siehst du denn die nächsten Aufgaben? Erst Ulm und dann noch MBC, sind ja beides noch Spiele in diesem Jahr. Genau, ja, ich denke, dass Ulm natürlich jetzt eine schwierige Aufgabe ist. Es wäre natürlich jetzt leichter gewesen, mit einem Sieg im Rücken nach Ulm zu fahren. So ist es natürlich, stehen wir jetzt nicht mit dem Rücken zur Wand und müssen gewinnen. Trotzdem wäre es fürs Team ganz gut, wenn wir jetzt ein bisschen aus dem kleinen Loch rauskommen und uns wieder so ein bisschen alle zusammenraufen und die Energie finden, die wir am Anfang der Saison hatten. Aber also wie gesagt, ich glaube, da schiebt jetzt keiner Panik und ist noch alles gut. Okay, besten Dank, frohe Weihnachten.